Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Frei von jahrhundertalten Traditionen ist Neuseeland für die jungen Pioniere ein grosses önologisches Experimentierfeld. Seelany Estate ist 1998 mit dem Ziel gegründet worden, Weltniveau Wein zu produzieren. Das Interesse ist für sehr geprägte Terroir und Gegend Aromatiken. Seelany Estate steht für guten Wein, gutes Essen und tolle Gesellschaft. Marlborough ist die bekannte Region, die Terroir bietet und klimatische Bedingungen für eine Sauvignon Blanc Traubensorte, die heissen Tage und die kalten Nächte ideal für eine super interessante Aromatik, die wir jetzt degustieren. Die Farbe. Ein helles Gold-Grün-Gelb. Es sind verschiedene Gold-Grün-Gelbe Farben. Sehr schöne Farbe. In der Nase. In der Nase ein sehr ein typisches Sauvignon Blanc Bouquet. So Stachelbeere, Johannisbeere, so ein bisschen exotische Früchte wie Litschi oder ganz fein, ein bisschen, auch ein bisschen Honig oder Grapefruit. Sehr total typisch. Im Gaumen sehr schöner Gaumen, wo die Aromatiken auch wieder zum Vorschein kommen. Aber ein mittellanger schöner Auftakt, eine schöne saftige Säure und dann wieder so ein bisschen lebendig und wiederum ein lebendiger Abgang. Total von A bis Z sehr schön, typischer Sauvignon Blanc. Der lebendige Neuseeland Sauvignon Blanc, muss es ausdrücklich sagen. Wir haben in Europa auch Sauvignon Blanc und der Sauvignon Blanc aus Neuseeland, das sind Welten. Das ist ein sehr schöner, sortentypischer Weisswein, eine Entdeckung vom anderen Ende der Welt. Der ist erhältlich, Flaschen für 16.80 Franken bei www.weingeschichte.ch. Und was er hat, ist der sehr bequeme, dichte Drehverschluss. Danke vielmals, alle miteinander.